Rattengift und Hund. Was ist das Besondere beim Rattengift? Ich erzähle Ihnen gleich mehr. Bleiben Sie dran. Das Perfide am Rattengift ist, dass es sehr, sehr zeitverzögert auftreten kann. Ratten sind ja ziemlich schlau. Wenn eine Ratte krank wird und sie womöglich stirbt, dann wird eine andere Ratte, die das gesehen hat, auf gar keinen Fall das fressen, was die erkrankte oder die tote Ratte gefressen hat. Das macht natürlich die Suche nach einem geeigneten Rattengift sehr, sehr schwer. Insofern ist man dazu übergegangen, die meisten Rattengifte mit einem Gegengift des Vitamin K auszustatten. Vitamin K wirkt für die Blutgerinnung. Das heißt, wenn Vitamin K zerstört wird im Körper, kann das Tier innerlich verbluten. Genau gesagt verhindert das Rattengift die Herstellung von Vitamin K in der Leber. Und je früher Sie zum Tierarzt fahren, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Hund die Giftattacke ohne bleibende Organschäden überlebt. Hilfreich ist es natürlich, wenn Sie etwas von dem Giftköder mitbringen können oder vielleicht etwas von Erbrochenem oder eine Kotprobe. Das ist natürlich hilfreich für die Tierklinik bzw. für Ihren Tierarzt. Die Wirkung tritt in der Regel ca. 48 Stunden ein nach der Aufnahme. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist die Konstitution Ihres Hundes, wie schwer ist er und wie viel hat er nun davon gefressen. Wenn Sie das beobachtet haben oder Sie haben den Verdacht, dass es sich vielleicht um einen Giftköder handelt oder er war vielleicht in der Garage oder wo auch immer Sie so etwas im Haus haben sollten und er war da dran, dann bitte unbedingt erstmal Kohletabletten in Wasser auflösen und ihm verabreichen und dann aber auch sofort zum Tierarzt. Also die Menge der Kohletabletten, die Dosierung, die erfahren Sie entweder direkt beim Hersteller und natürlich können Sie auch Ihren Tierarzt da zu Rate ziehen. Aber bitte, bitte nicht einfach nur jetzt mit den Kohletabletten versuchen, Ihren Hund zu therapieren. Sicher 99,9% der Hundebesitzer würde auf diese Idee nicht kommen, aber es gibt ja immer wieder Suchanfragen bei Google, die lassen vermuten, dass also doch wirklich einige Menschen der Meinung sind, sie könnten das auch selbst in die Hand nehmen. Das ist Tierquälerei, denn Ihr Hund hat Schmerzen und er braucht dann auch noch ein Gegengift, dass die Blutgerinnung auch wieder funktioniert. Also nur die Aufnahme des Giftes durch diese Kohletabletten, allein das reicht nicht. Eventuell braucht er irgendein Schmerzmittel, etwas für den Kreislauf. Also das sollte wirklich in ärztliche Hände gegeben werden. Und fragen Sie sich doch bitte immer wieder, wie würden Sie sich denn fühlen, hätten Sie Rattengift zu sich genommen? Wäre das in Ordnung, wenn Sie einfach jetzt so Kohletabletten dann einnehmen und haben dann noch das Rattengift dann in Ihrem Körper? Wie würden Sie sich denn damit fühlen? Bitte das immer wieder noch vor Augen halten. Und bitte handeln Sie schnell. Denn wenn die Symptome wirklich sichtbar sind, ist es in den meisten Fällen zu spät. Insofern, wenn Sie den Verdacht haben, die Kohletabletten dem Hund über eine Spritze verabreichen und dann sofort zum Tierarzt oder in die nächste Tierklinik. Denn nach ein oder zwei Tagen, wenn die Symptome zu erkennen sind, dann ist Ihr Hund aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr zu retten.